Schneewittchen lebt. Ich kann es nicht fassen. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Aber in dieser Zeit habe ich viel recherchiert und mit Nevia telefoniert. Denn es gibt einen Weg. Und ich werde mir dabei garantiert nicht die Finger schmutzig machen. Wir beginnen diesen Part aber nun bei einer ahnungslosen Snow. Sie weiß nicht, dass Serena sie gesehen hat und dementsprechend hat sie auch keine Ahnung, dass ihr Leben in Gefahr ist. Und hier hinten im Garten sehen wir übrigens ein Bild, das wir noch öfter sehen werden. Unser lieber Noah übt Yoga. So sieht unser Noah nun als Teenager aus. Er liebt die Ruhe, er liebt Wellness, er möchte möglicherweise sogar Yoga einmal zu seinem Beruf machen. Und das finde ich absolut super toll, denn so einen Sim hatte ich tatsächlich noch nie. Und wie ich auch schon im letzten Part gesagt habe, es passt sehr gut zu ihm, denn sein Haus ist alles andere als ruhig. Sein kleiner Bruder Tayo ist auch schon wieder in seinem Zimmer unterwegs. Er kann dann mal diesen Teddybär hier kennenlernen. Hier haben wir ein weiteres stinkendes Kind, unseren Christopher und unser Adam. Der ist tatsächlich am Schlafen. Das Haus habe ich übrigens wieder ein wenig umgebaut. Also wir haben jetzt hier einen Teppich, einen Schaukelstuhl. Hier könnte irgendjemand mal stricken lernen und dann noch eine Kommode, einfach damit es ein bisschen bewohnter und ordentlicher aussieht. Noah ist mit dem Yoga für heute anscheinend fertig. Weiß nicht, was für ein Yoga er gemacht hat, dass er so stinkt. Aber ich glaube, besonders entspannend war es nicht. Aber keine Sorge, wir werden von diesem chaotischen Haushalt schon gleich wieder verschwinden. Unser Navin ist gerade vom Footballtraining nach Hause gekommen. Er wird eine schnelle Dusche nehmen. Und dann reisen wir mit ihm zur Bibliothek nach Windenburg. Denn mit ihm habe ich heute noch einiges vor. Navin hat in der Zwischenzeit nämlich sehr hart an seinem Traum gearbeitet. Er hat die Sportfähigkeit maximiert, ist zum Einserschüler geworden und hat sich sogar schon für Stipendien beworben. Deshalb ist es jetzt soweit. Er möchte sich an der Universität bewerben. Eigentlich wollte ich zuerst, dass er vorzeitig seinen Highschool-Abschluss macht, aber aus irgendeinem Grund ist das nicht möglich. Hier steht, Sims müssen ausgezeichnete Noten und Fähigkeiten vorweisen, um vorzeitig den Abschluss zu machen. Wie gesagt, er ist Einserschüler und hat Fitness Level 10. Also ich weiß wirklich nicht, was hier das Problem ist. Das hält uns aber nicht davon ab, uns an der Universität zu bewerben. Denn möglicherweise erhalten wir ja die Möglichkeit, Sport als Spezialabschluss zu machen. Und nachdem er hier fertig ist, reisen wir mit ihm gleich mal weiter. Denn er hat einen neuen Ort gefunden, an dem er sehr, sehr gern sehr, sehr viel Zeit verbringt. Und das ist das Fitnessstudio. Er wird hier gleich mal mit geschwellter Brust laufen. Schauen wir doch am besten zum Zwillingsbruder von Navin. Der hat gerade ein Date. Damon und Catherine sind wieder mal miteinander unterwegs und diesmal in Copperdale. Die beiden sind hier am Rummelplatz unterwegs, sitzen hier auf dieser Bank und noch ist alles sehr, sehr unschuldig. Aber Damon wird es jetzt wagen, den ersten Schritt zu machen und wird ihr einmal sagen, wie gut sie heute aussieht. Damon fühlt sich ja gerade auch unglaublich selbstsicher. Deswegen wird er noch einen mutigen Anmachspruch hinterherwerfen. Und sie scheint unglaublich glücklich darüber zu sein, dass er es endlich gewagt hat, den ersten Schritt zu machen. Nun, Stunden später, liegen die beiden hier im Gras und beobachten die Sterne. Sie sind sich an diesem heutigen Tag wirklich, wirklich näher gekommen und es ist für beide eindeutig, in welche Richtung sich diese Beziehung entwickelt. Einmal werden sie noch miteinander flirten, aber in Wahrheit denkt Damon schon die ganze Zeit darüber nach, ob und wie er sie zum ersten Mal küssen könnte. Er wird ihr jetzt erstmal gestehen, dass er für sie mehr als nur Freundschaft empfindet. Dann wird er ihre Hand nehmen und schlussendlich wird er sich trauen, mit ihr seinen ersten Kuss zu erleben. Ich hoffe sehr, sie lehnt ihn nicht ab. Das wäre einfach super sad. Aber nein! Catherine und Damon hatten ihren allerersten Kuss. Ob das mit den beiden eine gute Idee war, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare.
Die vergangenen Wochen zogen nur so an mir vorbei. Es gab so viel zu tun. Und plötzlich heißt es Abschied nehmen. Bye bye, Windenburg. Es geht auf nach Brightchester. Ich wurde an der Uni angenommen. Und als ich Mom und Dad das erzählt habe, haben sie mir Folgendes verraten. Meine Großeltern haben mir Geld hinterlassen. Genug für ein WG-Zimmer, mögliche Studiengebühren und alles, was dazugehört. Nun lebe ich hier, in einer WG mit Jillian. Welche Abenteuer werden mich hier wohl noch erwarten? Hier sind wir nun in Brightchester und begleiten Naveen bei seinen ersten Tagen als Erwachsener. Mit als Erwachsener meine ich natürlich als unabhängiger Sim, denn noch ist er ein Teenager, aber wir werden heute seinen Geburtstag feiern. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Er wurde nämlich auf die Uni zugelassen, sowohl im Brightchester als auch am Foxbury Institute kann er eigentlich alles studieren, was er gerne möchte. Aber das Problem, das ich nicht bedacht habe, um sich an der Uni einzuschreiben, muss er ein junger Erwachsener sein. Und deshalb sind wir jetzt hier bei ihm in seiner WG und werden heute seinen Geburtstag feiern. Aber zuerst zeige ich euch mal, wie er so lebt. Das ist unsere WG, hier ist die Küche, hier haben wir zwei unterschiedliche Badezimmer, dann haben wir hier ein Esszimmer, hier haben wir auch einen Keller, in dem man Wäsche waschen kann, sehr praktisch. Außerdem geht es hier weiter in ein Wohnzimmer und auch da haben wir Computer und einen Schachtisch. Und hier oben haben wir noch einen kleinen Aufenthaltsbereich und dann vier Zimmer. Hier lebt unser Naveen. Diese beiden sind noch leer. Und wer hier lebt, das wisst ihr natürlich auch schon, unsere Jillian. Und Jillian geht direkt hin und setzt sich an seinen PC. Er wird ihr einmal seine Muskeln zeigen, weil genau das macht ein Naveen. Dann wird er sie fragen, wie geht's dir eigentlich so in Brightchester? Gefällt dir alles hier so gut wie mir? Ich kann es kaum erwarten, mich an der Uni einzuschreiben. Und damit das natürlich nun auch möglich ist, werden die beiden hier in der Küche einen Geburtstagskuchen für unsere Naveen backen. Natürlich wäre es schön, wenn Naveen auch diesen Geburtstag mit seiner Familie feiert, aber er ist ja gerade erst ausgezogen und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er beweisen möchte, wie unabhängig und erwachsen er ist. Und deshalb wird er den heutigen Tag allein mit Jillian verbringen. Während die Schokotorte im Ofen ist, wird er ein bisschen beginnen, mit unserer Jillian zu flirten. Immerhin wissen wir ja noch nicht genau, wo es mit den beiden hingehen soll. Ihr Abschlussball-Date war ja nicht so unbedingt toll. Sie haben auch absolut keine romantische Leiste. Hatten die nicht schon mal eine? Aber möglicherweise werden die beiden hier in der WG noch ein wenig näher zusammenwachsen. Und hier ist die romantische Leiste. Und dann kann unser Naveen gleich mal die Kerzen auspusten. Alles Gute zum Geburtstag, Naveen. Zum ersten Mal feiert er ohne seinen Bruder. Naveen ist ein hitzköpfiger Insider und meiner Meinung nach hat er durch seine harte Arbeit ein Merkmal auf jeden Fall verdient, und zwar Perfektionist. Denn in den vergangenen Wochen hat er an seinem Traum wirklich unfassbar hart gearbeitet und hat deswegen auch die Highschool mit Auszeichnung abgeschlossen. Er startet als Erwachsener mit einer so hohen Leistung in eine Karriere, wie er sie auch in der Highschool erbracht hat. Nun gut, wir haben nun keine Karriere, denn wir werden uns jetzt gleich an der Uni einschreiben. Naveen studiert natürlich auf der Universität von Brightchester. Er möchte ja auf jeden Fall Profisportler werden und der einzige Abschluss, der uns hierbei etwas bringt, ist Biologie. Deshalb schreiben wir uns für Biologie ein und zwar für 4 Pflichtkurse. Und er hat 4 Stipendien? Das wusste ich gar nicht. Bildung für alle, Sportstipendium, Bewohner von Windenburg-Stipendium und Leistungsstipendium. Wow! Wenn Naveen kein Perfektionist ist, dann weiß ich auch nicht. Aber leider ist Naveens Leben gar nicht so schön und perfekt, wie es gerade wirkt.
Denn eine Sache steht uns nun bevor, mit der wohl niemand gerechnet hätte. Es war ein leichtes für Nevia, an Olivers Schwester heranzukommen. Allein in diesem riesigen Haus. 3, 2, 1. Schon lag ein Fluch auf ihr. Wie es ihr befohlen wurde, lauerte sie Snow auf. Und dann griff Colleen das arme Schneewittchen an, bis dieses sich nicht mehr rührte.